Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 13. Ja, wir haben gerade Donnerstagabend um 11 Uhr und deswegen müssen wir heute etwas leiser sein. Aber ich habe mir vorgenommen, noch eine einzige Folge jetzt gerade mal aufzunehmen, damit für morgen noch der Output kommt, damit alles so in seinen geregelten Bahnen weiterläuft. Aber wie gesagt, ich darf nicht zu laut rumschreien, weil dann kriege ich einen Nacken und da habe ich keinen Bock drauf. So, Holmtor Schritjanski. Wir würden gerne wissen, ob Sie Interesse und Zeit hätten, die Nationalmannschaft von Finnland zu übernehmen. Nein, habe ich nicht. So. Weiter. Oh, das nächste Spiel ist gegen Dortmund. Das kann ja was werden. Und dann gegen Schalke, allerdings im Pokal. Verunsichern oder loben? Auf welcher Position sind die denn momentan? Ach, wir loben die einfach mal. Komm, sind wir mal so frei. Position 2. Ja, dann kann man die doch einfach mal loben, ne? Mal anders als sonst. Nicht immer gleich aufs Fressbrett. Einfach mal auch freundlich sein. Ja. So, Partie spielen. Ja, wir nehmen natürlich das Heimtrikot, aber die dürfen ruhig mal gerne das Auswärtstrikot tragen. Ja, das sieht recht gut aus. Nur Boak hier würde ich mal gerne austauschen gegen Fabbrini. Gewagt, gewagt. Boak hier auszutauschen, der ist bestimmt wieder am Rumheulen. Aber das kann er sich jetzt mal sparen. Denn gegen Dortmund sollen die Besten spielen. Oh, warte mal, dann ist ein Pokal. Nee, Traoré ist immer fit. Ja. Es sei denn, er ist gerade verletzt, aber sonst so schnell geht ihm die Puste nicht aus. Er wird wohl gegen Schalke im Pokal auch spielen. Bis dahin sind ja noch ein paar Tage. Ah, perfekt. So. Klicken wir mal weiter hier. Und dann kann es auch schon losgehen. Lewandowski mit dem Anstoß. Mario Götze. So, Neven Subotic, Lars Bender. Okay, René Aller fängt den Ball und so kommen die jetzt auch in Ballbesitz. Heimingsson. Scheiße, Pass kommt nicht an. Muss mal kurz mein Mikrofon anders hinstellen. Oder, noch besser. Ich gehe mit dem Stuhl einfach ein bisschen höher. Na sowas. Genialer Einfall. Marcel Janssen jetzt. Janssen. Ja, wollte ich gerade rüberpassen auf Son. Nee, von der Fahrt ist es. Ist auch egal, der Pass wäre so oder so nicht angekommen. Gündogan und Adler wieder zuvorkommt, sozusagen. Heimingsson auf Van der Vaart. Fabbrini direkt mit wunderschönem Pass auf Lakina Traoré. Der macht aber hier einen Kackpass auf Marcel Janssen. Der hätte richtig schön werden können, wäre der angekommen. Naja. So, jetzt Roman Weidenfeller mit dem weiten Abstoß oder Abwurf. Oder Einwurf. Abwurf. Lakina Traoré. Ja, kommt da noch ein Spieler zuvor. Van der Vaart. Marcel Janssen. Drei Tore im letzten Spiel gegen 1860. Einfach unglaublich. Aber jetzt einfach mal die Flanke. Fabbrini. Oh, Mist. Ja, Dennis Siegmeier steht gut. Deswegen jetzt der Pass auf Van der Vaart. Oh. Son hatte etwas zu kurze Beine, sonst wäre er da noch locker dran gekommen. Naja. Gut, wie sich Janssen hier den Ball holt. Ah, schlechter Pass. Zulasch auf Lakina Traoré. So, jetzt Lewandowski auf Großkotz. Muss mal kurz gucken. Dennis Aogo kommt hier nicht dran. Bessermann. Wie immer
Oder wie, ja, ja doch, eigentlich wie immer mit einer Top-Leistung. Ah, super, der Pass kommt sogar an. Auf Fabrini und er schießt es einfach mal und er macht das Tor. In der 19. Minute. Fabrini. Wunderschön. Ja, aus der Distanz kann man aber einen Fehler, also definitiv keinen Vorwurf machen. Wunderschönes Tor. Dass er da überhaupt noch an den Ball rankommt, finde ich ja schon bemerkenswert. Okay, jetzt wieder Anstoß. Und wieder ist bei René Adler Endstation. Adrien. Schöner Pass von Van der Vaart auf Jansen. Jansen jetzt mit dem Seitenwechsel auf Son. Jetzt haben wir wieder Maaßen Jansen. Kina Traoré. Jetzt war die Seite. Pass auf Adrien und Hemmingsson. Ja, kommt nicht an. Adrien. Beziehungsweise der Pass jetzt wieder. So, Son mit dem Schuss und der geht sogar rein. Muss es aufpassen, dass ich nicht zu laut schreie. Boah, herrlich. Erster Fehlpass, dann der erneute Fehlpass vom Abwehrspieler, der den Ball einfach nur locker nach vorne schlägt. Dann Jansen auf Son und der haut den einfach, ja, unten rechts rein. Und Weinfelder wieder zu spät. Und damit steht schon 2:0 gegen Borussia Dortmund. Wer hätte das denn gedacht? Dass das so schnell, oder dass es einerseits überhaupt der Fall sein wird und wenn, dann so schnell. Ne? Ah, Adrien, er ist einfach in Top-Verfassung momentan. Der fängt die Bälle teilweise vor der Abwehr ab, wie zum Beispiel jetzt. Bringt sie nach vorne, macht Torvorlagen und macht sogar selber Tore. Also es ist einfach ein perfekter Mittelfeld-Allrounder. So, Traoré, den kann man nicht so leicht vom Ball stoppen. Von der Fahrt hingegen leider schon. Oh je, Götze ist durch, Götze. Oh, Mannchen. Oh, gut von René Adler. Das war von, wer war es, Lewandowski oder so. Den Schuss da wegfaustet. Beziehungsweise, ja, pariert. Aber Westermann holt sich den Ball, aber das war angeblich ein Foul. Hm? Das kann ich mir ja gerade gar nicht erklären. Ivan Perisic jetzt mit dem Freistoß. Ball immer noch gefährlich. Müsste jetzt. Ja. Oh, es gibt Ecke. Nein! Nein! Hummels macht den rein. Das kann doch nicht wahr sein. So ein Scheiß, ey. So, Son auf Traoré. Van der Vaart, von dem hat man in letzter Zeit auch nicht mehr so ganz viel gesehen. Fabrini. Fabrini! Ui! Gute Parade von Weinfeller. Roman Weinfeller. So, Mario Götze. Robert Lewandowski. Oh, 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 oh. Scheiße, das gibt Gelb. Eieieiei. Damit ist er eigentlich nur relativ gut bei weggekommen, ne? Ja. Oh, der Ball senkt sich aber erst hinter dem Tor. Dennis Aogo auf Son. Adrien, da haben wir unseren perfekten Allrounder. Boah, wie er sich hier auch dann gleich den Ball wiederholt. Trotzdem jetzt mit Ballverlust. Nicht zuletzt, weil die Mitspieler schlecht standen. So, wir wissen auf jeden Fall, unsere Taktik sollten wir nicht auf Konter stellen. Denn da sind die drauf auf, aus, die Borussen. Mann, warum kommen bei denen immer die
freien Pässe an und bei uns nicht. Das ist doch kacke. So, 2:1 zur Halbzeit. So, wieder Anstoß. Wanderfahrt. Ah, keine Spirenzchen hier machen. Ja, hier haben wir wieder Arjen. Auch dieser freie Pass kommt nicht an. Also da gibt es aber noch einiges zu tun. Ja, wir müssen auch bei Zeiten wieder Westermann zum Kapitän machen. Wir haben ihn sogar gerade. Son. Ach, Kacke. Mann. Da holt er sich den Ball direkt wieder. Boah, pass doch auf Traoré. Fabrini. Mann. Stand doch so gut. So, Götze, Westermann. Kommt aber nicht ganz dran. Also kommt er dran. Allerdings der Ball im Aus. Und Adler fängt den Ball. Marcel Jansen jetzt. Raphael van der Vaart auf Ibrahima Traoré, Fabrini. Da hätte jetzt einer stehen müssen. Das wäre eigentlich die Position von Adrien R gewesen. Gut von Manzin. Gut mitgedacht. So. Ah, zu leicht lässt er sich hier den Ball wegnehmen. Der van der Vaart. Oh, ich dachte schon, das ist das 2:2. Haben aber mal richtig Glück gehabt hier in dieser Situation. War nochmal richtig Glück. So, von der Fahrt. Fabrini. Alter, Großkotz, aggressiv. Ich glaube, Dortmund hat deutlich mehr Torschüsse als wir. Allerdings nicht so effektiv. So, Marcel Jansen. Eine Fahrt. Wieder zurück auf Jansen. Fabrini. Eine Fahrt. Ach, Kacke. Mann. Zu leicht, dass sich der Jansen gleich wieder am Ball wegnehmen. Dennis Siegmeier. Etwas riskant, so weit nach vorne zu gehen, aber er holt sich den Ball und deswegen gebührt ihm in dieser Situation auch mal mein Lob. Allerdings nicht Fabrini, weil das war jetzt gerade mal richtig kacke. So, Marcel Jansen. Fabrini, der übernimmt hier fast mehr die Position als die von van der Vaart eigentlich. So, Marcel Jansen, sehr schön. Ja, das war zu viel. Einer zu viel. So, Robert Lewandowski. Ja, scheiße, ne? Aber abseits. Haben wir nochmal richtig Glück gehabt. So, Leitner kommt für Götze rein. Adrien. Fabrini. Und jetzt könnte mal van der Vaart ein bisschen nach vorne kommen. Was sind denn das eigentlich für dämliche Pässe wieder? Ich verstehe das gar nicht. Boaki ist doch gar nicht auf dem Platz. So, Adrien. Pass auf van der Vaart. Direkt auf Fabrini. Aber da kommt wieder einer von hinten. Und dann ist die Situation wieder im Arsch. So, Manzin. Direkt auf Adler, der jetzt mit dem weiten Pass, aber der kommt leider nicht an. Schade, ich habe gehört, in FIFA 14 wollen sie das so machen, dass weite Pässe sowieso nicht mehr so gut ankommen. Das finde ich äußerst schade. Weil so wie es jetzt ist, finde ich es eigentlich perfekt. Und wer sagt, dass es zu unrealistisch ist? Ich finde,
die sollten bei den freien Pässen mal was ändern. Und zwar so, dass sie mehr ankommen, weil das ist einfach nur zum Kotzen. Zum Kotzen ist auch, dass kein Abwehrspieler an den Ball rankommt. Das kann schon wieder nicht wahr sein. So, Mats Hummels steht hier wieder zu frei. Nee. Ah, Mann. Dämlicher geht's eigentlich nicht. Jo, da willst du grätschen. Und dann kommt der an Ball und dann schießt er ihn einfach stumpf weg. Genauso wie hier. Fast so ähnlich. Das war jetzt gerade mal die Schusstaste. Oh, da könnte man noch Hand annehmen. Sehr aggressiv jetzt Dortmund. Gut. Adler holt sich da am Ball. Fabrini. Ey. Ich glaube, wir wechseln mal. Es ist die Zeit zum Wechseln gekommen. 76. Minute oder welche haben wir? Erstmal kommt Bade rein und dann kommt die alte Heulsuse rein. Und Pjanic, den will ich auch nochmal ganz gerne ein bisschen pushen. So dass er auch zu vielen Einsätzen kommt und nächste Saison dann auch Stammspieler werden könnte, ne? So, Roman Wendt. Oh, 86. Minute ist es schon. Dann wird es auch Zeit. Hier haben wir direkt Boak hier auf Pjanic, der sich gleich weit nach vorne einsetzt. Dieser Pass kommt auch nur an, weil Jansen hochmotiviert schnell spielt. Ah, Pjanic verliert hier den Ball. Gut von Manzien. So, Lakina Traoré. Lakina Traoré. Traoré, Traoré. Spiel mal lieber ab Bade. Boak hier. Und jetzt Pjanic. Das gibt Ecke. Eieieiei. Traoré ist noch dran gekommen. Allerdings kein Problem für Weidenfeller. Obwohl, man könnte auch Manzin fast Kapitän ist. Ey, der macht das echt gut. Im Gegensatz zu Pjanic, was ist los mit dem? Verliert die Bälle, macht Fehlpässe. Nicht gut die Leistung von ihm in den letzten Spielen. Oh, gut von Westermann. Oh, und damit ist das Spiel auch schon zu Ende. Mann, ich hätte jetzt nochmal gerne einen Angriff gemacht. Und gleich das erste Tor von Fabrini. Natürlich ein wunderbares Tor. Adler, bester Spieler. Gleichgesetzt mit Jansen. Ja, sonst sieht's nicht so besonders aus. So, ich würde aber nochmal gerne die Torschussstatistik sehen. Und tatsächlich, Dortmund hat mehr Schüsse und mehr Torschüsse. Sieht man auch selten, dass der Gegner in dem Bereich mehr aufzuweisen hat. Aber naja, Bayern hat 4:0 gewonnen gegen Bremen. Oha. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen dieser Folge von Let's Play FIFA 13. In der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme geht es dann wieder weiter. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, ciao und haut rein.